Warte, wir kommen zurück, wir sind hier stehen geblieben. Merkst du? Jetzt haben wir ganz kurz gereckt. Warst du umgucken? Gut. Wir sind keine beschwert, dass meine Party zu lang sind. Dass ich lieber auf kurze Parts machen soll. Und ja. Gib mir einen ständigen Geist. Ja, verdoppelt nur natürlich. Ich schätze euch nicht egal, wie lange meine Parts sind, aber ich versuche immer, weil ich glaube den ganzen Part abzunehmen, den ganzen... Ich muss zu Hause gehen, ich brauche zu sterben. Nein! Von der Felsbrücke, dann bin ich weg! Ach scheiße, jetzt erst den Weg gucken müssen. Oh, ja, du mein, du suchst nach Schätzen, oder? Lass mich dir das hier geben. Dies ist ein mystisches Geheimnis. Eine vergoldete Bronzestatue. Ich gebe sie dir für nur 10 Münzen. Ja, Gott sei Dank, nicht so viel. Die Stadt ist auch nutzlos. Ja, schön. Und Fragezeichen. Und wir rennen weg. Ich hätte vorher gucken müssen. Naja, war ist halt so jetzt, kannst du ändern. Ich muss noch eine Zahnweise halt zum Stern holen. Ja. Nein! Ja, genau! Leute, wenn ich diesen Fragezeichen-Block bekomme, ja? Bei mir kommt bestimmt Bowser. 100% bei mir kommt bestimmt Bowser. Die drei Geheimspiele hasse ich, weil da kann er nur in seinem Spiel kommen mit Drehen, wo er ganz fest den Joystick drehen muss. Da war ich kein Bock. Bitte, es soll irgendwas kommen. Nein, es soll irgendwie Röhrlabyrinth oder sowas kommen. Luigi war jetzt kein Scheiß. Lass mich aus dem Spiel bitte. Wenn ich im Spiel bin, dann soll ich nicht was haben. Scheiße, weil... Warum nicht so viele Münzen? Ja, Gott. Ich hasse Chantime. Ich hasse Chantime-Felder. So, was kommt? Na gut. Alle, jetzt kann man noch eine Münze sammeln. Hallo? Scheiße. Ja, ich habe erzählt, was ich gemacht habe den ganzen Tag. Ja, des Weiteren morgen. Keine Ahnung, was ich da mache. Oh Mann, ich kriege ja fast gar nichts. Ja, bisschen was habe ich bekommen. Bisschen was habe ich bekommen. So,
beim ersten Mal anderen 2, ich 5. Ja, und meine 19, klar. Zumindest mal nicht aufs rote Feld. Oh Mario, mit so einem Geister noch am Schwein. Also den Vaterwänden haben sie es heute mal wieder. Ich mach dasselbe. Ich fühle mich das gut, weil sie nicht zum Geist kommen, wenn sie einen Scheiß machen. Das ist nämlich gut. Nicht zum Geist, auch nicht zum Stern. So, was kommt? Ah ja, das mit den Fragezeichen. Ein dasselbe wie das andere, man hier halt keinen Hammer hat und das weggibt. Entweder ein Item zumindest wie hier oder mehrere. Wie hier, wo ich halt. Genau, die war ja müssen. Luigi, du blöder Penner, such den anderen in einem Block. Das ist meiner hier. Und ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich hab im Moment gar kein Thema. Ach ja. Ich kann mal ein bisschen mehr machen für andere Let's Player. Also ich habe meine Abos öffentlich, ja. Also ich habe keine Abos, ich mache meine Abos nicht privat. Und alle meine Abos, die ich abonniert habe, ja, die sind alle, finde ich, ziemlich gut und sind auch gut. Es sind noch ziemlich neue dabei, aber auch viele Bekannte. Bekannte zum Beispiel, wie zum Beispiel das MicroLP. MicroLP hat sehr viel Let's Plays gemacht. Aber so wie ich es bekommen habe, ist er momentan in Ausbildung in einer anderen Stadt. Also er wohnt in Köln normalerweise. Aber er ist in der Ausbildung in einer anderen Stadt. Und er kann im Moment keine Let's Plays machen. Was weiß ich warum, entweder hat er im Moment kein Internet oder... Ich habe keine Ahnung, Leute, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er sehr gut, er hat vieles jetzt gemacht. Vor allem, also er hat viel Mega Man gemacht. Dann hat er auch Ninja Gaiden gespielt. Er hat auch hauptsächlich Retro-Spiele. Viel Mega Man, wie gesagt. Er hat Kaiser Mario 1 und Kaiser Mario 2 gezockt. Ja, also er ist sehr gut, er hat sehr viele Displays. Boah, finde ich so geil. Und, also, guckt ihn doch mal an, er ist richtig gut. Dann die anderen, dann Mr. Kelby LP. Der ist auch sehr gut. Also ich gucke mich schon oft an. Er macht gute Let's Plays, ja, und ja, so, wir haben mehr so Retro-Spiele, so wie so, er macht zuerst so super, er macht mehr so Super Nintendo Spiele und so Zeug, ja. Ich hatte auf jeden Fall. Nein! Doch, alle drei, ja. Ja, der ist ein Let's Player, dann gibt es eine Let's Playerin, nennt sich, den Namen jetzt vergessen, auf jeden Fall ist sie 12 Jahre alt, ja, aber sie hat keine Let's Plays gemacht, weil sie noch nicht die passenden Dinger hat, sie braucht noch ein Headset, so viel ich weiß, sie muss noch einen Emulator runterladen, ja. Ja, ich helfe ja ein bisschen so gut ich kann mit Schreiben, also ja. Ich habe schon Tipps gegeben. Ich helfe ja gerne.
Und dann gibt es noch eine, die auch sehr, sehr gut ist. Und ich sie sehr, sehr, sehr hübsch finde. Und zwar ist das die Kelly. Die nennt sich in YouTube Mrs. V-Log, Mrs. V-Log, ja. Und Kelly ist ein sehr, sehr hübsches Mädchen, ja. Wirklich sehr hübsch. Und du machst tolle Videos, wirklich. Guckt euch mal an, das ist wirklich ein super hübsches Mädchen, ja. Guckt euch an, weil ich mache wieder super tolle Videos. Ja, das waren so meine Abos. Ich habe noch ein paar andere Abos, noch einen, aber der hat noch nie ein Video hochgeladen, der guckt sich halt meine Videos an und ich habe ihn einmal abonniert, weil ja ich halt hoffe, dass irgendwas hochstellt und weil er mich auch immer kommentiert und bewertet mich und jetzt habe ich mein Abo da gelassen. Ich habe also einen Trash-Kanal, ja, also einen anderen Kanal, da wird alles hochgeladen, was kein Let's Plays, aber im Grunde mache ich eigentlich nur Let's Plays und in dem und also da wird eigentlich dann nichts hochgeladen, ja, also in dem Kanal wird sich gar nicht mehr. Könnte man da drauf gucken, dein Video steht in der Videobeschreibung, mein Kanalbeschreibung steht im anderen Kanal. Da sind die letzten LPs hochgeladen, weil wie ich dieses LPs gemacht habe, steht auch in der Videobeschreibung, in der Kanalbeschreibung, gab es einen LP-Kanal von mir noch nicht. Künftig werde ich die LPs hier hochladen. Und wenn ich irgendwann mal was eine Anzahl zu machen habe oder so, dann werde ich das auf andere Kanäle hochladen. Ich irgendwie Urlaub mache oder wegfahre oder so. Oder irgendwas erklären will oder so. Ja. Was habe ich denn vorkommt? Ich bin dran. Mario. So, Stelle Nummer 2 von der Pico. So, jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Wenn wir jetzt 4 nehmen, dann kommen wir auf ein blaues Feld. So. Ja. Hier deine 10 Münzen. Oder 20 war es jetzt verlangt, keine Ahnung. Ja, 10 Münzen, das ist super schmerzhaft. Nicht schlimm. So, jetzt müssen wir hoffen, dass keiner so eine Scheiße baut und Frage sein Feld betritt. Warte, gut. Schön. So, nächstes Glück. Ein neues Spiel, ein neues Glück. Oh, wir müssen zusammenarbeiten. Wir sollen draußen bleiben. Wer hat den Schlüssel? Ich hätte doch keinen Schlüssel. Komm los, lauf doch hin! Dann komm! Gut! Hast du gut gemacht, dann komm. Hast du sehr gut gemacht. Finish! Oh Leute, ich habe ein bisschen Schnupfen, ein bisschen erkältet. Ich habe keine Grippe, also das nicht. Jetzt bin ich noch nicht. Was macht er? Was für Münzen? Na klar.
Glück hatte nicht genug Münzen, um im Stern zu stehen. Ja, schon die erste Antwort. Ja, es kommt wieder ein Einzelspiel für ihn. Oh, bravo. Und das ist ein Schmetterling, Leute. Guck mal, er macht bestimmt ein paar falsch. Was sehr einfach ist. Oh, bitte eine große Zahl. Ja, Stern, komm zu mir. Oh, drei Sterne. Fertig. Und jetzt schicke ich sie ab. Wir brauchen einen Schlüssel, um den Schatz zu finden. Aber wo ist der Schlüssel? Leute, in der Wüste zurechtkommen. Dass ich mal kurz ein bisschen stoppe, um SMS zu schreiben. Also WhatsApp halt. Da habe ich auch nicht bitte nach Skype oder Facebook oder sowas. Sowas gebe ich nicht raus. Tschüss, Stern. Gebe ich nicht raus, tut mir leid. Ich gebe Skype oder Facebook und kommen nur Leute, die ich persönlich kenne. Die ich schon mal im echten Leben gesehen habe. Ja. Wenn ihr was von mir wollt, könnt ihr mir hier in, könnt ihr mir was machen. Oder geht jetzt zu Pause? Dann probier es uns rechts, dann ist mir egal. Wenn ihr was wollt von mir, könnt ihr mir YouTube eine E-Mail schreiben. Ja. Aber Facebook sowas gebe ich nicht raus. Tut mir nicht leid. Ihr könnt uns auch gerne Freundschaftsanfrage schicken. Wenn ihr mich findet auf Facebook. Ich werde es ja nicht annehmen, tut mir leid. Ich mach sowas nicht gerne, weil tut mir leid. Ah, ich bin vor Star, weil ich Skateboard schiebe. Das Mikro hat eigentlich, das Mikro LP hat eigentlich drei Kanäle. Das ist das Mikro LP, das lädt den LP so. Und hat er einen Kanal, das heißt das Mikro. Und hat er das heißt die Mikro. Und er hat einen Kanal, das heißt was Mikro. Also hat das D das M vertauscht. Oh, ich bekomme den Bonus! Herzlichen Glückwunsch, 20 Minuten. Oh, 30 Minuten, sehr schön. Ich weiß nicht, warum er so viele Kanäle hat. Keine Ahnung. Ich habe erfahren, dass mal ein Kanal gesperrt wurde. Warum auch immer, keine Ahnung.
einen neuen Kanal gemacht und dann nochmal einen neuen, nochmal einen neuen. Ich weiß nicht warum oder weshalb. Ich hab keine Ahnung, Leute. Nein, nein. Da hat sie uns bekommen. Jetzt müssen sie mir natürlich was wegnehmen. Kreise, das ist ja eine gute Taktik. Oh, Leute, ich bin gut. Leute, ich bin gut! Oh, vielleicht schaffe ich, dass sie mir nichts wegnehmen. Das ist ja voll geil! Bowser ein bisschen anders, wenn das bei Bowser kommt, dieses Spiel, du schaffst es, dass sie dir nichts wegnehmen müssen, ja? Dann nimmt Bowser dir nichts weg. Also du sollst nicht, wenn du bei Bowser dieses Spiel spielst, solltest du dich einmal treffen lassen, ja? Weil Bowser nimmt dir dann so 20, 30 Münzen weg, das ist nicht gut. Hier findest du 5 Münzen. Lass dich einmal treffen und dann versuchst du, dass du uns mehr treffen lässt. Aber hier, wenn es im Maße normal kommt, dann ist es eigentlich gut, wenn man das spielt. Wo ist ein Punkt eigentlich? Da oben, oder? Ja, schaffe ich sowieso nicht mehr. Ich gehe hier. Schaffe ich sowieso nicht mehr. Ich gehe nochmal oben, ein bisschen Münzen sammeln. Zum Geist gehen können. Ja, ist egal. Ein kleines Mini-Stern. Münzen. Ja, gut, dann gibt's noch Münzen von mir. Fast eine halbe Stunde aufgenommen. Ich hab die Zeit vergessen. Und nicht gestrandet. Ach man! Da kommt meine Schatztür oder so. Ja, ich auch immer. Ah, schnell, scheiße. Finish. Ich habe nicht mit diesen 30 Münzen. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist unschaffbar fast. Ja gut, weil das Spiel auch nicht kann. Ich meine. Hey, der macht nur ein Spiel, dieser Penner. Ja, weil ich weiß halt nicht, wie man, ich weiß schon, wie man in die Mitte dann die erste Reihe wirft, aber ich kann das nicht. So gut abschätzen. Aber letzte kann ich es abschätzen, wie ich werfen muss. Ziemlich. Aber der letzte ist ein bisschen schwierig. Aber die ersten zwei sind schwierig. Damals habe ich es aber geschafft. Offscreen. Also. Was machst du?
Blume ist rechts oben noch gekommen. Das hier, ja. Hier ist der Pause. Hast du verbaut? Hast du verbaut? Da hat 4 Münzen bekommen. Hätte er schaffen können, wenn die Blume richtig gemacht hätte. Oh, ich bin so. Ich bin hier. Gott sei Dank. Gibt's doch nicht schon wieder. Oh, das ist hier so scheiße, man muss alles angucken von diesen Typen. In Mario Party 2 und 3 Teilen, also da weiß ich sicher, kann man diese Minispiele, kann man einstellen, ob man die Minispiele ansehen will von den Gegnern. Die muss man nicht ansehen. Ja, er war nicht schlecht. Er war nicht schlecht, aber nicht gut. Und? Junge, ehrlich gesagt, das kann man beeinflussen, ob man aussetzen muss oder nicht. Ich finde, ist das eine Glückssache. Oh, Feuer springen. Hey, der 120 Mal. Meine Mischung muss 40 Mal springen. So ist irgendwie unfair, oder? Ich hasse, wenn ich Feuer springen muss. Feuer springen ist scheiße. Ich stehe am liebsten hinten oder irgendwo in der Mitte. Aber vorne ist immer blöd. Wow! 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 Yes! Finish! Daten gespeichert. Hat für nix, war wohl nix. Wo bin ich überhaupt? Naja. Nicht so. Jetzt gehen wir Richtung Stern. Ja, das ist mir sehr wichtig, ich weiß. Ja, wo sind wir denn? 128. Boah, ich wollte einen Kanten machen, schon wieder? Oh, leck. Leute, das ist ein langer Part jetzt. Oh, shit. Juhu!
Letztes Mal, was ich mal gemacht habe, ich glaube, ich der ging. Der ging, glaube ich, 2 Stunden oder so. Oder? Nee. Der ging über 1 Stunde auf jeden Fall. Nicht Party Gedanken. Oh nee, nein, nicht hier mit Skran! Nein! Oh Scheiße, Mann! Ich habe so viel Münzen. Zu viel Münzen. Lass mich los! Nein! Boah, Mann! Wo Leute! Für was ist die Zeit verloren? Ach, der scheiß Kürbiskran! Immer! Das ist immer dieses gleiche Spiel, was mich so aufregt. Und dann stehen viele Münzen, dann kommt dieses scheiß Spiel und nee, man verkackt und verliert ganz, ganz viele Münzen. Ach, ich hasse sowas. Ohne Scheiß, ich hasse sowas. Weil ich hämmere auf Armin nochmal was. Ich hämmere wirklich drauf. Es bringt aber gar nichts. Es bringt überhaupt nichts. Vielleicht muss ich auf. Ah, das ist doch. Es ist doch. Ich könnte mich aufregen. Ich tanze den Bimbo. Ja, das schaffen wir. Hoffe ich mal. Nein! Vor kurz vom Ziel! Ach, das regt mich doch, hey, das ist... Ach man, ich hab keinen Bock mehr. Wenn das klappt, dann bekomme ich nur den nächsten Stern. Ich habe noch keinen Cut gemacht. Vergesst es immer wieder. Oh. Und das habe ich echt aufgeregt. Das haben wir jetzt ziemlich aufgeregt, diese Scheiß. Scheiß Kindskram. Warte, hier mache ich jetzt einen Cut, einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns aber dann gleich wieder bei Mario Party. Bis gleich.